einen wunderschönen guten Morgen gewünscht hat, Rose, meine Lieben. Ist es noch morgens? Müssen wir mal kurz warten. 11:12 Uhr passt. Ich sitze im Auto, weil ich habe gerade eben eine Couch gekauft bei IKEA für unser Wohnzimmer. Damit das nicht mehr so verloren ist und wir mehr Platz haben. Auf jeden Fall fehlen dort zwei Lehnen von ganz rechts außen und ganz links außen. Und die fahre ich jetzt schnell noch abholen, weil die Couch soll nämlich schon übermorgen kommen. Und deswegen dachte ich mir, ich fahre schnell los und hole die ab. Und dann habe ich das nämlich hinter mir. Wir haben alles komplett. Und das kann dann aufgebaut werden. Genau, dafür fahre ich jetzt los zu IKEA Spandau. Ich hätte eigentlich in jedes fahren können und hole die beiden Armlehnen ab. Und dann einkaufen, Kinder holen, das übliche Trararium. Und dann gehen wir gleich nochmal zusammen das Wohnzimmer durch. Aber jetzt erstmal schnell zu IKEA, weil ohne das läuft nämlich nichts. Nimm mir das mal bitte ab, Mann. Brüll doch mal ein bisschen rum, Mann. Ja, soll ich mal rumbrüllen? Ja. Ja, dann guckst du aber. Nee, guck ich nicht. Mach Tür zu und geh jetzt. Tschüss. Ja, ja. Nimm bitte. Das ist schwer. Ich fühle mich, als wäre Ostern. Ja, gut, dann nimm das alles. Was? Mara, hast du das Klopapier und so mit reingenommen? Was machst du denn? Tür und Papa gleich rein. Was? Tür und Papa gleich rein. Also ich habe ja, Mama, ich habe ja gesagt, dass ich 2 Noten wieder habe heute, ne? Ja. Also ich habe auch bekommen. Los, jetzt wollen wir. Die eine Note kann ich rechtfertigen, die andere nicht. Deine Schwester konnte auch schon mal richtig rechtfertigen. Was willst du mir erzählen? Also ich habe 2 Noten bekommen. Ich habe nur 5. Echt? Ja. Und was für ein Fach? Sowas wie Mathe. In der Schule? Ja, in der Schule. Ich habe auch 2 Noten bekommen. 2, 3. Aber die eine Note kann ich... Wie oft? Hattest du das nicht schon mal? Nein, das ist neu. Ja, ich muss erstmal jemanden anrufen. But I can see her in your eyes. You want me? Ist das auch schon? Das ist ja noch nicht so gegangen. Ich habe wieder 500 Hausaufgaben. Berry the Green, Berry the Green. Bei den Einkauf. Einkauf mit helfen bei denen. Hast du mein Paket nicht mit reingenommen? Nee, ich habe die Hände voll. Lauf, Fräulein. Deinen Müll bringst du mit rein, aber meinst nicht, oder was? Hol. Das ist doch kein Müll. Hol. Mama, hast du gehört, meine Noten? Hallo. Hallo. Also langsam müssen wir mal gucken, dass wir uns hier so eine Arztstation aufbauen, oder? Was für da? Na, diese Alkoholtupfer. Die Gerinnungsärztin hat mich angerufen, ich soll jetzt mir die
Heparinspritzen holen. Dann hast Matthias losgefahren mit Marleen und wollte mir die holen, aber gab es nirgendwo auf Lager. So eine 30er-Packung muss ich mir morgen früh abholen. Das heißt, Matthias darf mich jetzt jeden Morgen einmal spritzen. Und deswegen habe ich gesagt, das muss hier irgendwie anders gemacht werden, dass man immer an die ganzen Sachen rankommt. Weil ich habe ja hier auch mein Schilddrüsenzeug und dies. Ich weiß ja nicht, warum hier so ein Batzen Zeug stehen muss zum Beispiel. Kann das nicht weg? Also ja klar, aber dann... Nee, ich meine jetzt nicht weg, aber ich meine jetzt, warum muss die ganze Packung da stehen? Genauso wie Zucker oder diese beiden Sachen. Kann ich das nicht einfach alles wegräumen? Oh, schmeiß weg, ja. Ja, gut. Damit wir hier eine Arztstation bauen können. Wir müssen unbedingt Termin machen bei Usual. Nein, die Haare sind gut. Na komm, es wird so. Schon ganz schön langsam. Achso, guck mal, Leute. Hier. Und zwar haben wir bekommen unser erstes, keine Ahnung was, Anhänger. Ich würde sagen, irgendwas. Autositz, Tabaxi-Cosi-Dings, die erste Muckelkette. Dann hat der Maris auch eine Sache bekommen. Boah, ich habe eine Sache bekommen. Und ich habe auch noch einen Schlüsselanhänger bekommen. Voll schön, oder? Nein, das ist schön. Das ist eine Muckelkette von der Motte. Und ich habe das Gefühl, mein Bauch platzt. Das ist so, oh, so Druck drauf. Ich würde gerne mich die ganze Zeit auf den Brücken legen, um es zurückzuformen. Jetzt schon. Ich habe noch nicht mal angefangen. Was hat er denn? Oh, er hat. Räumst du gerade auf, Süßer? Ja, das hast du doch schon. Hast du alles sortiert? Da liegt was. Da liegt was. Die Autos sind feinsäuberlich eingepackt. Und wo sind die ganzen Fahrer? Die sind... Die stehen da. Ach so. Also und morgen ist hier große Umbauaktion, oder was? Und morgen gehe ich nicht zur Kita. Bauen wir die ja morgen schon ab, ja, ne? Kann man, ja. Aber jetzt, ob es den Tag jetzt hier steht oder nicht. Dann kommt der Fernseher da an die Wand. Die Couch kommt dahin. Dann holen wir auch den Teppich hier runter vom Dachboden, ne? Hm. Dann kommt die Couch weg auf Freitagabend, die holt Janine ab mit irgendjemandem zum Fahrer. Papi, guck mal, jetzt habe ich... Also heißt das, wir bauen hier morgen alles einmal um. Guck mal, jetzt habe ich sogar die 2 Fahrzeuge wieder. Ich kann mir vorstellen, dass es dann hier auch viel ruhiger aussieht alles. Wenn du nur noch reinkommst und nur noch die Couch siehst. Leute, guck mal, hier geht es auch. Ich glaube, das wird gut. Da kommt auch das. So, Blase. Wir haben jetzt 18 Uhr. Jetzt geht's. Ab ins Bett. Darf ich auch schon ins Bett? Ja. Ich mache jetzt gleich noch ein bisschen Beauty-Time. Und du? Und ich esse was. Muss noch ein bisschen was machen. Wir haben gerade eben gegessen. Ja. Hast du schon wieder Hunger? Ja. Geht so. Was? Bei der Zeit? Außerdem ist doch hier ein bisschen schon wieder gegessen. Ja. Hi. Das esse ich noch. Ja, ist der Mittagessen. Nein. Das ist schon gefährlich hier irgendwie. Ohne Rücksicht auf Lust einfach eingeschlafen. Sorry. Es ist jetzt glatte 6 Uhr, der Wecker hat gerade geklingelt. Was ist das? Die Kinder stehen jetzt auf. Also Marleen und Mara. Und ich mache als allererstes das, was mir am schwersten fällt. Morgens, wenn ich aufwache, würde ich am liebsten irgendwas Erfrischendes trinken. Also Wasser befriedigt mich halt null. Und deswegen diese Schilddrüsenhormone, die nimmt man auf nüchternen Magen. Und dann mache ich das immer schnell, damit ich noch eine halbe Stunde verharren.
und versuche mich mal hardcore abzulenken in dieser halben Stunde, damit ich nicht durchdrehe. Deswegen, oder? Jetzt muss ich eine halbe Stunde warten, bis ich irgendwas anderes machen darf. Trinken, essen, wie auch immer. Deswegen gehe ich jetzt duschen und starte den Tag dann heute neu für euch. Die Kinder sollten jetzt alle nach und nach aus ihren Zimmern kommen. Und euch wünsche ich eine schöne gute Nacht. Das war's ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ey Leute, ihr glaubt auch gar nicht, wie sehr mein Bauch ab mittags, nachmittags rum weh tut. Das tut so weh. Also im Sinne von so Völlegefühl, Dehnungsgefühl. Das ist wie, als wenn, ja, morgens ist immer alles geil, da fühle ich mich ganz normal. Okay, ein bisschen dicker bin ich ja schon, ne? aber, also dicker in Form von meinem Bauchumfang. Aber nachmittags, abends ist dieses Bauchgefühl, ich würde am liebsten die ganze Zeit auf dem Rücken liegen, damit sich das alles entspannt und reinfällt. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie so ein Bauchgurt mir hole oder so ein Gummi, also hier nicht so Gummi, sondern so ein, wie nennt man denn das, was man so anziehen kann? Ach, egal. Oh. Schlaf gut. Ich muss mir jetzt erstmal das Kissen aus dem Gesicht waschen und dann fange ich den neuen Vlog für euch an. Bis morgen.